Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jenna hier, der nochmal schnell einen Motivationsschluck nehmen musste. Das ist der Marc. Hallo. Marc Hagenbeck und ich bin der Sashi. Und wir reden heute über den 22. Oktober. Und heute am 22. Oktober hat Geburtstag Jeff Goldblum. Jeff Goldblum. Kennst du? Fliege, natürlich. Ja, die Fliege. Ja. Das war einer der wichtigsten Filme für ihn, glaube ich. Ja. Und dann gab es noch Jurassic Park und Independence Day und sowas. Fand ich jetzt nicht so ein Knaller. Aber die Fliege war schon ganz wichtig, glaube ich, für ihn. Oh ja. Und am 22. Oktober ist noch etwas passiert? Ja, am 22. Oktober 1985 sah man diese Herrschaften, die hinter uns, das erste Mal im ZDF auf der Mattscheibe. Hast du gerne geguckt? Die Schwarzwaldklinik. Ja, in der Tat ist es ja so gewesen, 1985 hatten wir ja nur drei Programme. Also wir hatten erstes, zweites und diese Regionalprogramme, also wir hatten schon ein bisschen mehr als drei, aber ne? Und Schwarzwaldklinik war natürlich so eine Serie, wo man die man geguckt hat, genau wie Lindenstraße oder sonst irgendwas. Ja? Also ich habe auch Schwarzwaldklinik geguckt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Immer der Sascha Hehn, der in seinen Käfer reingesprungen ist. In sein Cabriolet, Golf-Cabriolet. Golf-Cabriolet. Genau. Ist immer so reingesprungen, genau. Und alle haben das, glaube ich, versucht zu imitieren. Auch so da nur weil die diesen Golf aufgetrieben haben, wo die Türen halt kaputt waren. Ganz wichtig war auch, diese Pullover zu haben, die man sich einfach nur mit einem Knoten hier so über die Schulter macht. Oh, ja. So, ich kenne jemanden. Echt jetzt? Die hatte immer nur solche Pullover an und die hatte sie nicht Knoten, aber immer so drüber. Immer. Und so Lacoste Polo-Shirts, ne? Kann sein. Aber immer solche rosanen Pullover hatte sie an und die immer so über die Schulter gelegt. Immer. Katastrophe. Die bestimmt heute noch. Egal. Heute noch. Ja. Wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du die Frau bist, von der Sascha gerade spricht, schreib's uns doch mal in die Kommentare. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Vielleicht kann man da euch mal wieder ein bisschen matchen. Vielleicht geht ja noch was. Total wichtig. Meine, ja, genau. Am 22. Oktober ist aber auch Welttag des Stotterns. Verstehst du? Ja. Hm? Und Welttag des Stotterns seit 1998. Und es wurde, jetzt pass auf, ich versuche es flüssig auszusprechen, von den vier Organisationen, ich muss es vorlesen, von den vier Organisationen ins Leben gerufen. American Speech Language Hearing Association, European Language of Stuttering Association, International Fluency Association und die International Stuttering Association. Okay. Habe ich jetzt ohne zu stottern, Apropos ohne zu stottern. Es ist ja bekannt, dass die ganz bekannte Sänger wie Gareth Gates und so weiter, dass die ja eigentlich stottern. Und wenn sie singen, dann stottern sie nicht. Ja. Genau wie dieser Scatman irgendwas. Dieses Scatman John. Und wenn die singen, dann stottern die nicht. Ja, deswegen bei der Behandlung bei Stotterern wird ja ganz oft gesagt, die sollen so ein bisschen einen Singsang in ihrem Sprechen haben, damit sie nicht so viel stottern. Singsang. Deswegen reden manche Stotterer auch so ein bisschen eigenartig anmutend, aber das nur, damit sie nicht stottern und die Wörter richtig herausbekommen. Mhm. Ja. Das war heute der 22. Oktober. Wir haben gehört, beziehungsweise wir haben gelernt, warum das Stottern sozusagen, nicht warum, sondern was sagt man? Ah, das war der Gedenktag des Stotterns, so rum, genau. Gedenktag des Stotterns, Jeff Goldblum und was war das andere noch? Schwarzwaldklinik. Schwarzwaldklinik, genau, ist heute auch noch das erste Mal erschienen. Ja. Ich sag Cheerio, Miss Sophie, bis morgen, der 22. Oktober, da sehen wir uns wieder. Bis Baldinski.